Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal mit dem Robin. Hi! Und mit Boah, dem Basti. Alter, ist das Spiel laut. Guten Tag, ja, das musste ich auch schon gerade erstmal hart leiser stellen. Und zwar spielen wir Trove. Ist schon länger draußen, war auch eine ganz schöne Geburt, sich anzumelden, aber sieht bisher ganz witzig aus. Wir haben noch nicht so ganz herausgefunden, wie wir zusammenspielen. Wir denken auf jeden Fall, dass es damit mit diesem Tutorial zusammenhängt, dass sobald wir das Tutorial beendet haben, zusammenspielen können. Genau. Und ja, ich habe eine Erfahrung dazu gewonnen. Wow. Ja, ich habe eine Kiste, ne? Ich habe auch eine Kiste. Kann ich die öffnen? Ein Mirata Mazer. Press E to loot. Okay. Burning Betrayer. Press E to loot. Okay. L drücken. Öffne Inventar mit B zum Ausrüsten Gegenstands M2. Uncommon Face. Okay, man kriegt ein Face. Mein Stab ist viel besser. Alter, sehe ich scheiße aus. Ich habe auch noch, ich habe eine Maske gekriegt. Das, oh Gott, sieht Ich das auch. scheiße aus. Okay. Interessant. Ja, was auch immer. Ich habe gerade keine Ahnung, welchen Stab ich ausgerüstet habe. Macht der jetzt hier, den ich jetzt hier ausgewählt habe, minus 6 magischer Schaden plus minus 2 Angriffstempo? Oder macht der ungewöhnliche Stab? Distral? Also, was in deinem Inventar ist, hast du schon mal nicht angewählt, ne? Ja, ich weiß, aber was mein, wenn ich in mein, auf das Item in meinem Inventar drüber mause, habe ich halt hier, es wird mir angezeigt, minus 6 magischen Schaden, minus 2% Angriffstempo. Ist das für die Waffe, auf die ich gerade drauf gemaust habe, oder für die Für die, wo angelegte du Waffe? drauf maust, das ist der Vergleich. Also, die ist schlechter als die, die du hast dann. Okay, gut. Dann habe ich so ein Travel komisch. to the Hub World. Ich glaube, da treffen wir uns. Drücke H einige Sekunden lang gedrückt. Drücke und halte. Weltenkreuz, okay. Oh Gott, welcome. Ja, welcome auch. Get Chaos More Deals. Nein, ich will keine Deals, ich will spielen. Bam, Weltenkreuz, Bims, Zeug. So. Wie heißt denn du? Ich heiße Curson. Oh, Scheiße. Yep. Ich muss nochmal aus dem Spiel raus. Warum? Weil ich vielleicht Nordamerika habe. Oh. Du bist aber auch vielleicht ein Meister. Bleib mal Meine Damen entspannt und hier. Herren, hier bei Wir auch gibt es natürlich alles perfekt, ohne Schwierigkeiten, wie immer. Kernkompetenz, Inkompetenz. Ich sage es ja immer wieder. So, aber das macht gar nichts, weil ich bin jetzt nämlich im Spiel. In Farbe. Alter, hier ist ein Stiefel. Wo Ein bist denn du? einzelner Stiefel, der rennt von mir weg. Ja, aber Robin, lass mal erstmal treffen hier. Danach können wir uns über das Spiel lustig machen. Komm. Nein, ich mache mich nicht über das Spiel lustig. Ohne Witz, da war ein einzelner Stiefel, der ist von mir weggelaufen. Ja, das ist mir jetzt egal. Ich will dich erstmal finden. Ja, ich bin halt hier im Hub, ne? Ja, bei mir stehen hier viele Leute, wo ich gerade gespawnt bin. Ja, bei mir stehen da auch viele Leute. Wen siehst du denn da so? Super, Supreme Swift und Strese und Sahin of Zat und Alex Trove Hero. Der sieht ziemlich krass aus, der hat so Schmetterlingsflügel und so einen kranken Scheiß. Fuck! Megalodon Han. Du siehst hier keinen, der aussieht, der Morpheus heißt oder Ken the Noob von Party of the Trovians. Nee. Ey, gibt es hier verschiedene Instanzen? Scheint wohl, ne? Warte, kann ich nicht hier V drücken und dann sagen, Yo, lass mal Freunde werden. Friends. Add Friends. So, wie heißt du? Basti, wir auch. Okay. B groß, W groß, A groß. Habe ich mir fast gedacht. Boom. Ja, ich wurde angenommen. Tippe. Ich kann nicht einladen. Soll ich dich mal einladen?
Ich joine dir gerade schon. Okay. Ja, bei mir ist das beigetreten. Bei mir steht Egleiteli. Egal. Da ist er auf jeden Fall. Der gute Robin. Hi. Als ganz... Was hast du denn? Pilze gibt es hier. Ja, ich weiß auch nicht. Da ist mein Stab. Das ist mein Ring. Also mein anderer Stab sah deutlich cooler aus. So. Alles klar. Betritt die Welt, heiliges Hochland, drücke E, um das grüne Abenteuerportal, heiliges Hochland im Weltenkreuz zu finden und zu nutzen. Sollen wir das tun, Robin? Ja. Ich drücke E. Ich glaube, du musst erst in das Portal laufen. Was für ein Portal? Find and use the green medieval. Hier, das ist dieses. Medieval Highlands. Ah. Ja, Robin sagt, er hat das Spiel auf Deutsch gestellt, aber es hat es irgendwie nicht angenommen. Bei mir Gott sei Dank schon. Das ist dem Spiel recht egal gewesen. Heilige. Aber wir können ja alle Englisch, ist kein Ding. Außerdem nimmt ja Sebastian auf. Mit Facecam sogar. Klingelingeling! Oh, mit Facecam? Jo. Finde. Bist du denn heute? Schön. Finde eine leere Parzelle. Und nimm einen Grundstein in Besitz, indem du beim Ansehen des Schildes E drückst. Gut, dazu muss man... Gibt's eine Map? Ja! Wow! Bestes Spiel ever. Eine leere Parzelle. Ja, hier hinten ist doch direkt, oder nicht? Keine Ahnung, ich töte gerade eine Wespe. Ach nee, das ist Wasser. Was ist denn leer? Ich habe gerade eine Wespe gekillt. Das da sieht leer aus. Lass uns mal darüber gehen. Das da sieht leer aus. Bam, 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 bam. Laser Guns. Ja. Das sind Robotertöter Laser Guns. Ah, okay. Ich erhalte Glimm dadurch. Alter, das ist überhaupt nicht weit weg oder so. Whee, level up. Wo bist denn du? Ich bin weitergelaufen. Schön. Da vorne. Rennst du gerade auf so eine Burg zu? Was für eine Burg? Ja, ich glaube schon. Aber da will ich gar nicht hin. Ich will hinter die Burg. Da ist nämlich sowas, was ich für eine leere Parzelle halte. Wo ich da aber ist, keine Ahnung von habe. Ich habe gerade ein Level abgekriegt. Wieso auch immer. Keine Ahnung. Okay, ich habe einen neuen Gegenstand in meinem Inventar. Bärbeißiger Bote. Ah, das ist eine neue Maske. Claim a Cornerstone. Wie sieht denn so ein Cornerstone aus? Sebastian? Ein Cornerstone? Ja. Ja, du hast ganz einfach, du. keine Ahnung. Oh Gott, ich ahne fürchterliches. Okay, ich renne. Ich springe. Oh, scheiße, man kann... Wespe! Ich glaube wirklich, man muss zu seiner Burg. Kann das sein? Ja, bin ich ja schon, aber das hat nichts gebracht. Gut. Da ist auch kein Cornerstone. Nein, ich glaube, wir müssen hier so... So, Landstriche finden, die ungeclaimed sind. Ja, ich geil. Ich halte diese grauen für welche. Vielleicht liege ich auch falsch. Was für graue? Ja, die grauen. Auf der Map? Auf der Map, ja. Da ist bei mir nichts grau, da ist alles nur grün. Ach, diese ganz dunklen. Ja, ich glaube schon. Oh Gott, das ist ja ewig weit weg. Das erinnert mich so ein bisschen an Cube World. Ja, stimmt. Hat optisch sehr viel damit gemeinsam. Okay. Wenn man sich den Festungen nähert, hat man so eine Side-Quest gekriegt, wie zum Beispiel hier Pilzkönig killen und so. Ja, ja, ich hab schon gesehen. Was passiert bei dir, wenn du auf Shift drückst? Ich mach so eine Vorwärtsrolle. Ah, okay. Alter, sei mal nicht krass! Okay, bist du auch nicht. Schwierigkeitsgrad Novize. Geil, ich kann Doppelsprung machen.
Doppelsprung? Ja, klar. Krass. Also nicht klar, also war mir nicht klar, sondern... Ach, ich weiß nicht, ich kann gerade nicht reden. Sind das hier die besagten grauen Dinge? Das ist der Cash-Shop. Nee, wir müssen noch ein Stück. Also ihr merkt schon, Leute... in dem ich hier gerade gestanden habe. Wir sind durchaus vorbereitet. Ja, ja, wir haben voll Ahnung von dem Spiel. Wenn, also wir haben auch gerade nicht schon irgendwie eine Stunde gebraucht, um überhaupt die Grafik korrekt einzustellen bei Sebastian. Nee, nee, das ging alles ohne Probleme, sofort, nicht. So. Hier, das ist doch so ein... Guck mal, da leuchtet was. Ja, ich sehe schon. Da! Oh mein Gott, sind das diese grauen Flächen? Ich glaube schon. Ah, toll, wenn wir hier unser Haus bauen. Ja, sind es! Sind es! Au! Wer schießt auf mich? Boah, du Vieh, nee, hey, du nimm uns nicht den Sieg hier, friss das! Ja, guck, ich hatte den Riecher. Geil, ey, Robin hat ja den Zinken auf du. Welche Grundstücke nehmen wir denn? Weiß nicht, was sieht denn hier so optisch am besten aus? Ich finde das hier ganz cool, wo man hier so im Hintergrund Wasser hat. Ja, gut, dann gehe ich nebenan bei dir, dann nehme ich dieses. In Besitznahme. So, ich habe dich jetzt in Besitz genommen. Was ist das denn? Jungbrunnen, drücke E, um deinen elysischen Flakon aufzufüllen. Okay, Flakon auffüllen. Kuh mit Hilfe ein. Ah, geil, jetzt haben wir unser eigenes Haus, oder was? Cool. Mit Crafting Bench. Loot Kollektor. Boah, Alter, das ist ja hier wie mein. Wie mein. Wow. Wie bei Dark Souls hier. Arbeitstisch Novize. Eine Schmiede kann ich bauen. Was bringt. Formsteinerz. Beutekollektor, auch Formsteinerz. Baumeister, Abenteuer, Truhe, Chaos, Kernfertiger. Juwelier. Okay. Ja. Alles klar, wir haben jetzt ein Gebiet. Drücke M und nutze Karte und Kompass, um einen anderen Dungeon zu finden und abzuschließen. Ein rotes X bedeutet, dass du den betreffenden Dungeon bereits abgeschlossen hast. Boah, geil. Ohne zu wissen, haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, keine Ahnung, 14 Stück abgeschlossen? Kann doch nicht sein. Ja, wahrscheinlich so, wir sind halt so krass. Dass wir das gar nicht gemerkt haben. Ups. Ich nehme gerade mein Haus auseinander. Okay, weißt du was? Hier ist direkt nebenan ein Dungeon. Sollen wir den mal machen? Können wir tun. Moment mal gerade, ich baue gerade an. Baust du nur an? Oha. Lol, wo hast du die Steine her? Wenn du Tab drückst, dann bist du im Baumodus und wenn du dann dein Inventar aufmachst mit B, dann hast du Steine. Ein Tab unsichtbar. Alter, ich habe ja ein Loch im Dach. Was ist das für ein Beschiss? Geht ja mal gar nicht. Boah, jetzt sehen wir auch schon hier, wie das Blöcke setzen direkt funktioniert. Ja, also ich find's gut, das ist sehr simpel, ne? Rechtsklick zum Abbauen, Linksklick zum Bauen. Lol, ich dachte, das ist hier begrenzt auf meinen Standort. Ist es nicht? Nö, ich kann auch weiterbauen. Was? Ich kann auch einfach die Umgebung abbauen. Okay. Na ja. Ja, cool. ich werde nun... So. Heißt das? Moment, das wäre ganz schön kacke, wenn ich jetzt zu dir hingehen könnte und alles kaputt machen könnte. Warte mal, ich probiere das mal aus. Keine Panik.
Alles klar. Kannst du nicht, ne? Ne, kann ich nicht. Das ist schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Ja gut, dann ansonsten hätten die Entwickler auch ziemlich hart verkackt, muss ich sagen. Naja, also... Dafür, dass man über sein Grundstück bauen kann. Aber das ist ja im Grunde erstmal nicht verkehrt, ne? Aber ich frage mich, wofür habe ich das? Weil wenn ich jetzt bis zum anderen Grundstück dahin hinbaue, kann der Typ ja nicht mehr bauen. Keine Ahnung. Ich habe auch direkt 900 Steine gekriegt. Ja, von verschiedenen Farben haben wir irgendwie hier schon direkt eine ganze Menge gekriegt. Laser. Piu, piu. Wir müssen unsere elysianische Flasche benutzen. Habe ich schon. Meine nächste Quest ist jetzt, einen Dungeon zu finden und auszuräuchern. Sag Bescheid, wenn du deine Flasche genommen hast. Ja, ich habe mir schon richtig einen reingebuttert. Okay. Oh! Habe ich noch grün? Ih, das ist ja ein ganz anderes Grün. Scheiße, Mann, ich brauche neue Steine. Okay, ich kann nicht weiterbauen. Wir können gehen. Jo. Gut. Alles klar. Wo ist denn ein Dungeon? Ich hätte jetzt gesagt... Die sind hier überall, ja. Die nächste, die hier dran ist, einfach hier so lang. Ja, Richtung mein Haus, ne? Ja, hier so. Oh, ich kann sogar springen und dann eine Rolle vorwärts machen. Boah, krass. Ich kann springen und mich auch nach vorne tippen. Boah, ey, das Spiel bietet Features, meine Damen und Herren. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ich bin schon mal Slay the Fungi. The Fungal King. Fungal? Ja, Pilzkönig passt. Hallo, Fungal King. Ich slay dich jetzt. Bam. Wir müssen dafür erst hier runter. Alter. Haben wir geteiltes Loot oder kriegt jeder... Keine Ahnung. Hast du gerade was... Warte mal. Energie. Oh, Magieschaden. Erhöht. Nice. 22 Magieschaden. Welcher sieht ein cooler aus? Okay, du bist sowas. Du bist sowas. Kommst du runter? Dich. Ja, ich habe eine neue Waffe gekriegt, Robin. Ich möchte ja produktiv sein hier und den Leuten alles zeigen. Ist das der König? Ja, ist er. Wech die Sau. Boah, der kann irgendwie nix. Bam. Easy. Ah, das ist die Loot-Truhe. Loot. Dungeon Exit. Oh, wie praktisch. Wir müssen nicht wieder nach oben. Oh, ich hab mich angezündet. Ich habe aus Versehen einmal zu viel E gedrückt. Ich bin direkt rausgeflogen. Angriffstempo. Jawohl! Plus 21 Magieschaden, plus 3% Angriffstempo, meiner. Zack, auf geht's. Jetzt wird alles gewonnen. Was war das denn her? Ach so, ich hab mir meinen Loot noch gar nicht angeguckt. Hat der Typ gedroppt gerade. Plus 6 Critical Damage, aber weniger Attack Speed. Drücke C und anschließend M1 auf dem Waffenslot-Symbol. Waffe, so, okay, habe ich. Toll, jetzt habe ich da drauf gedrückt und ich sehe meine Anweisung nicht. Was jetzt? Habe ich gedrückt. Also, mein neues Erscheinungsbild auf deine Sammlung auszuwählen. Was?
Was? Press C? M1 on the weapon slot icon and select a new look from your collection. Armored Autocannon Dino Wrangler Guard Dartgun, das klingt geil. Was hast du? Hast du das getan? Ja, hab ich. Was hast du gemacht bei den Waffen? Überall ein Herzchen hintergesetzt, ne? Nee, du musst links auf dieses Bildchen klicken. Ah, jede verwendete Waffe, die ich schon mal hatte, kann ich dann jetzt nochmal neu machen, oder was? Ja, du kannst deren Skin geben halt, ne? Von den Waffen, die ich halt schon mal hatte. Ja, scheinbar. Okay. Kompass, um eine andere Dungeon zu finden, abzuschießen und um märchenhafte Kostbarkeiten zu verdienen. Alles klar. Ja, ich sehe schon einen. Ja, ich folge dir mal. Alter, was ist das denn für ein krasses Vieh? Oh mein Gott, und die Folge ist vorbei. Was, echt? Ja, die erste Folge ist schon rum. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Lasst es uns in euren Kommentaren wissen, wie ihr dieses Spiel findet. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.